Ebenfalls ein Jubiläum hatte die Salzburger Feuerwehr zu feiern, und zwar den 40. Landesfeuerwehrtag. Aus ganz Salzburg haben sich zu diesem Anlass hochrangige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren in Hallein getroffen. Nicht ganz ohne Stolz haben die Einsatzkräfte dabei ihre neuesten Fahrzeuge präsentiert. Vom Mannschaftswagen bis zur hochmodernen Drehleiter. Eine gewisse bubenhafte Freude daran inklusive. Und auf noch etwas ist man stolz: die Rekordzahlen beim Nachwuchs. 500 Feuerwehrmänner und Frauen in Hallein. Dieses Mal nicht zu einem Einsatz, sondern um beim 40. Landesfeuerwehrtag auf die vergangenen 4 Jahre zurückzublicken. Eigentlich hätte dieser Landesfeuerwehrtag bereits vor 2 Jahren stattfinden sollen. Eigentlich. Dann kam die Pandemie. Nun sind Veranstaltungen wieder erlaubt und auch bei der Freiwilligen Feuerwehr zählt wieder das Vereinsleben. Es zählt wieder Kameradschaft und Freundschaft. Diese beiden wichtigen Säulen sind in den letzten beiden Jahren vor allem im Bereich der Feuerwehr genauso wie in allen anderen Bereichen des Lebens praktisch ausgefallen. Nichtsdestotrotz waren die Feuerwehren während der gesamten Corona-Zeit einsatzbereit und wir haben sogar unseren Mannschaftsstand erhöhen können. Auf der Pernerinsel zeigen die Salzburger Feuerwehren ihre neuesten Fahrzeuge. Vom Transportmannschaftswagen bis hin zur Drehleiter. Die Gerätschaften sind alle nicht älter als 2 Jahre. Nun endlich können sie der Öffentlichkeit und den Kameradinnen und Kameraden präsentiert werden. Für die Feuerwehren waren die vergangenen 2 Jahre nicht einfach. Schulungen und Versammlungen waren kaum möglich. Weil sie ja doch sehr eingeschränkt waren in den Übungen, in den Gemeinschaftsaktivitäten. Aber sie haben wirklich professionell den Einsatz aufrechtgehalten und zusätzlich noch viele Leistungen mitgemacht, zum Beispiel bei den Teststraßen, Impfstraßen, bei der Unterstützung der Bildungsdirektion und in der Mitarbeiter im Landeseinsatzstab. Mehr als 17.000 Floriani-Jünger gibt es derzeit. 100 mehr als noch im Jahr 2020. Einen Rekord gibt es beim Nachwuchs. 1.270 Kinder und Jugendliche engagieren sich in 90 Jugendgruppen. 800.000 Arbeitsstunden leisteten die Mitglieder der 124 Salzburger Feuerwehren im Jahr 2021. Das ist ein Anstieg um 150.000 Stunden im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2021 waren wir von Ende Juni bis Mitte August praktisch täglich mit Unwettern konfrontiert. Darüber hinaus aber in Erinnerung natürlich im letzten Jahr der Auslandseinsatz unseres internationalen Katastrophenhilfszuges bei den Waldbränden in Griechenland oder beim Waldbrandeinsatz in Niederösterreich in Reichenau an der Rax. Die Anzahl der Einsätze ist von 11.000 auf knapp 12.000 gestiegen. Um am neuesten Stand der Technik zu sein, investiert die Stadt Hallein jedes Jahr mehr als 1 Million Euro in die Freiwillige Feuerwehr. Wir wissen, dass die Feuerwehr in Hallein seit 152 Jahren eine unverzichtbare Einrichtung ist. Und wir sind sehr stolz und dankbar, dass uns diese Kräfte nicht nur in Hochwasserkatastrophen, sondern in alle anderen, auch bei Bränden oder anderen Hilfseinsätzen zur Verfügung stehen. Und sind sehr dankbar, dass es die Freiwillige Feuerwehr gibt. Mit knapp 1.800 ist die Anzahl der Brandeinsätze in den vergangenen Jahren gleich geblieben. Gestiegen sind die technischen Einsätze. Grund dafür war der extreme Unwettersommer 2021. Auch wenn der Klimawandel die Salzburger Feuerwehren vor neuen Herausforderungen stellt, gemeinsame Einsätze verbinden. Es fängt bei Ausbildung an, geht über Einsatz und geht aber auch sehr viel über Kameradschaft und gesellschaftliches Zusammensein. Und wenn das eine harmonische Einheit ist, dann funktioniert das sehr, sehr gut und sehr hervorragend. Und das passiert halt bei uns in den Salzburger Gemeinden mit den Feuerwehren sehr gut. Ehre, wem Ehre gebührt. Für besondere Verdienste erhalten zahlreiche Mitglieder und Freunde der Freiwilligen Feuerwehren Auszeichnungen. Darunter auch Landesfeuerwehrkommandant Günther Trinker für seinen langjährigen Verdienst und freiwilligen Arbeitsstunden.